Adam, hier ist David. Sind Sie im Gebäude? Ich bin gerade in der Lobby. Tut mir leid, dass ich Sie so schnell aus dem Krankenstand holen muss, aber wir haben ein Problem. Es gab einen Einbruch in unserer Fabrik in Milwaukee Junction. Wir treffen uns am Helipad. Ich muss erst zu Pritchard. Mit meiner Netzhautoptimierung stimmt was nicht. Frank ist im ersten Stock im Tech-Labor. Beeilen Sie sich. Es geht um Menschenleben. Im Tech-Labor mit Pritchard reden. Und damit herzlich willkommen zurück zu Deus Ex: Human Revolution. So, was kann denn die Cindy hier mit uns erzählen? Mein Gott, Mr. Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Haben Sie gut hergefunden? So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Hier hat sich vieles verändert Seit dem ersten Anschlag? Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Pritchard's Büro. Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchard beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und dann nach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Okay, wir finden uns schon zurecht. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen. Schön. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, und ich denke, wenn wir weitere Fragen haben, können wir sie doch nochmal ansprechen. Ja, wir haben gerade erfahren, 6 Monate später, nach diesem Unfall, nach diesem Anschlag, wie auch immer man das hier betiteln soll, es war auf alle Fälle nicht geplant, also von den Gegnern höchstens. Ja, aber die Ärzte konnten uns dank modernster Technik wieder zusammenflicken und... Das ist gut. Ja, allerdings, wie wir gesehen haben, ist Adam jetzt scheinbar mehr Mensch, mehr Maschine als Mensch. Naja, aber dafür haben wir ja irgendwie Technik an Bord, die ihr wahrscheinlich durch seine schicke Sonnenbrille sieht. Ähnlich wie die von Wesker oder so. Keine Ahnung. Okay, wir gehen erstmal hier zu Frank Pritchard. Moinsen. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Wenn es das ist, was ich glaube, wahrscheinlich. Könnte aber... Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Sarif auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Vielleicht können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. Ich denke, wir sollten direkt ihn drauf ansprechen. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Sarif gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Belltower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Sarif wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Sie können froh sein, dass ich diese Bemerkung ignoriere. Wir sind fertig hier. Nein, wir reden weiter, würde ich meinen. Halten Sie Megan aus der Sache raus. Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie... nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich, das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Niemand hätte sie engagiert. Sie sollten wirklich aufhören, Ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Das verwirrt Sie nur. Der Punkt ist, wenn Sarif auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. Okay, das war jetzt mehr oder weniger unsympathisch hier mit dem jungen Mann. Ja, ich denke, wir sollten wieder gehen, ja. Und ja, so ist die Kunst der Zukunft. Also, naja, also muss ich mich schon noch etwas dran gewöhnen. Aber wird schon. Auch hier diese künstlichen Blumen machen auch, naja, einen umweltfreundlichen Eindruck, ja. Naja, raus hier aus dem Laden. So, ja, wie wir gehört haben, ist die Doktorin Megan. Sie scheint tot zu sein und ja, der Adam stand ziemlich nahe zu ihr. Und das ist natürlich jetzt ein großer Verlust. Und naja, erstmal bin ich froh, dass wir überlebt haben und jetzt hier weiter, ja, uns ins Abenteuer stürzen können. Und ich renne hier gerade im Kreis, das ist natürlich ein bisschen dämlich, Entschuldigung. Vielleicht sollten wir nochmal zur Info, denn so ganz... Ach ne, hier sind wir wohl hin, oder was? Das ist der M1. 47 Meter. Adam, wie weit sind Sie vom Helipad entfernt? Bin fast da. Gut, denn das SWAT wird aus dieser Sache einen PR-Albtraum machen. Wir treffen uns im Hubschrauber. Ich informiere Sie dann unterwegs. Okay, klare Ansage. Aufträge, die wir wegen des letzten Angriffs und der Anhörungen in Washington verloren haben, wurden auf Eis gelegt. Und jetzt das. Scheiß Fanatiker. Denken Sie, es stimmt? Dass eine pro-humane Gruppe hinter allem steckt, Mr. Cannon? Verbreiten Sie keine Gerüchte, De Bell. Okay, also wie wir ja gerade mitbekommen, der Sachverhalt scheint noch nicht geklärt zu sein. Wieso hier damals dieser Angriff stattfand? Naja, wir gehen erstmal hier zum Flugzeug. Mal sehen, was hier auf uns wartet. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Wollen Sie damit andeuten, ich wär's nicht? Na, auf alle Fälle. Wollen Sie damit andeuten, ich wär's nicht? War nur eine Frage. Ich war eine von denen, die Sie aus der Scheiße rausgezogen haben. Ich möchte Ihre Erinnerung nicht geschenkt haben und schon gar nicht jeden Tag damit aufwachen müssen. Es geht mir gut. Wie Sie meinen. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umgestellt, aber Mr. Sarif möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ja, und ich denke, wir sind bereit, oder? Ja. Ich bin bereit. Wunderbar, dann wollen wir mal.